Ich war einer der Glücklichen, schätze ich mal. Hohoho, tut mir leid, das zu hören. Es muss dir nicht leid tun. Der Tod ist nur ein Durchgang zu einem besseren Leben. Zu einem guten Ort. Da scheinst du dir aber sehr sicher zu sein. Natürlich. Der Tod und ich sind gute Freunde, schon vergessen? Naja, nicht jeder kommt zu einem besseren Ort, oder? Nur die guten Menschen verdienen es. Ah, du bist gläubig. So ist das nicht. Hohoho, wir sind Bäume, mein Kind. Wir sündigen nicht. Wir sind die am meisten gequälten, aber wichtigsten Seelen dieser Erde. Keine göttliche Regel disqualifiziert uns von einem besseren Nachleben. Wir wurden geboren, um zu dienen und um zu leiden. Wir können das nicht ändern. Du tust mir leid, alter Baum. Oh, das ist so süß. Oh, tut mir leid, dass ich dich nicht mit deinem Namen anspreche. Würdest du bitte... Das ist schon okay, Kindchen. Ich hatte schon so viele Namen. Vergib mir, dass ich jetzt erst frage. Wie heißt du denn? Mein Name ist Vivi. Ah, Vivi. Was für ein wunderbarer Name. Er steckt so voller Leben, in Wort und als auch in Bedeutung. Sag mir, Vivi, nachdem du diesen Zug verlassen hast, was wirst du dann tun? Nach Hause gehen und schlafen, schätze ich. Ehrlich gesagt habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Hohoho, du bist fast genauso wie wir Bäume. Warum? Versuch doch die Bäume hier im Zug zu befragen. Was würden sie tun, wenn sie wieder zurück könnten? Ich versichere dir, ihre Antwort lautet entweder schlafen oder Photosynthese. Selbst Bäume haben mehr Zweck als, im Leben als ich. Deswegen frage ich ja. Du hast so viel Potenzial. Warum nutzt du es nicht? Es ist nicht so leicht. Du hast recht. Es ist nicht einfach. Nichts ist jemals wirklich einfach. Hey, komm schon. Ich bin hier erst seit ein paar Stunden. Als die Zeit hier normal vergeht. Ich finde nicht einfach eine neue Bestimmung in ein paar Stunden. Deine Reise hier ist noch nicht vorbei. Was ist, wenn ich zurückkehre, ohne ein neues Schicksal zu finden? Dann schmiede dein eigenes Schicksal. Aber das entscheidest du selber. Du hast hier Dinge gelernt, die nicht einmal Götter wissen. Erzähl ihnen die Geschichte, wie du es möchtest. Willkommen zurück, Razor. Oder mach gar nichts. Das ist auch in Ordnung. Eine neue Bestimmung zu finden klingt lustig. Ich weiß nicht, ob ich heute Abend eins finde, aber ich schätze, die Nacht ist noch jung. Die Nacht ist älter als alles, was wir kennen. Aber ja, die Nacht ist noch jung. Du bist wirklich eine endlose Quelle an Weisheit. Dankeschön, aber ich glaube, ich habe meinen Zweck erfüllt. Geh und finde deine Bestimmung. Oder mach nichts. Die Welt ist nicht in deiner Hand. Aber deine Welt liegt in deiner Hand. Dankeschön, alter Baum. Ich wünsche dir viel Glück auf dem Rest deiner Reise. Meine Reise ist nur noch sehr kurz. Aber danke, Kleines. Oh. Mit allen geredet.
Hm? Diese Person da. Vielleicht arbeitet sie hier? Oh, der sah ja süß aus. Was? Oh, der ist ja süß. Guten Abend, junge Dame. Ich brauche jemanden, der das cosplayt. Guten Abend. Sind Sie auch befragt und sowas? Ah. Du willst sicherlich wissen, ob ich lebendig oder tot bin. Hoffentlich nicht der Barkeeper aus Shining. Nein. Ja. Tut mir leid, falls das unhöflich ist. Ist es nicht. Aber um deine Frage zu beantworten, das Konzept von Leben und Tod gilt für mich nicht. Huch? Arbeiten Sie hier? So wie die alte Schaffnerin? In etwa. Kochen Sie hier? In etwa. Aha. Ich dachte, die Toten müssen nichts mehr essen. Da hast du recht. Sie müssen nichts essen. Und was machen Sie dann hier? Ich mache Ihnen ein Abschiedsgeschenk. Abschiedsgeschenk? Willst du es mal versuchen? Ich? Aber ich lebe noch. Falls ich es versuche, werde ich dann auch sterben? Würde dich das stören, wenn es so wäre? Natürlich. Oh, interessant. Ich dachte, du überlegst schon längere Zeit, es zu tun. Oder wie? Wie? Woher kennen Sie meinen Namen? Und woher wissen Sie, naja, das? Ich weiß es eben. Ja, das kann gut sein, Andi, dass das selbst der Tod ist. Das kommt mit meinem Beruf. Möchtest du das Angebot annehmen? Das willst du doch, oder? Nein. Danke für das Angebot. Aber ich will noch nicht gehen. Verständlich. Dankeschön. Aber nur damit du es weißt. Das Angebot steht. Keine Bedingungen. Was? Und möchtest du mein Abschiedsgeschenk probieren? Du wirst danach auch nicht sterben. Darfst du das überhaupt? Ich herrsche über die Küche und den Tresen. Ich kann machen, was ich will. Aber, was nun? Haben Sie nicht noch andere Kundschaft zu bedienen? Sehr lieb von dir. Aber nicht mehr. Das hier ist der bekannteste Teil des Zuges. Die meisten Mitreisenden kommen sofort zu mir. Sie wollen diese Erfahrung nicht verpassen. Es ist schon spät, also meine Arbeit ist fast getan. Okay. Falls es Ihnen nichts ausmacht, würde ich gerne Ihr Gericht probieren. Das Abschiedsgeschenk. Danke für die Bestellung. Aber es ist nicht mein Gericht. Es ist dein Gericht. Einen Moment bitte. Deine Bestellung ist fertig. Das hier? Das ist Ihr Abschiedsgeschenk? Ja und nein. Was soll das heißen? Erzähl mir von dem Gericht. Es ist schließlich dein Gericht. Was gibt es da schon zu erzählen? Es ist eine Tasse Grüntee Latte. Und ein Teller Nasi Goreng mit einem Spiegelei. Okay. Servieren Sie das all Ihren Gästen? Nein. Warum dann probieren Sie? Probier es. Okay. Ich nehme ein bisschen. Das ist so lange her. Aber ich erinnere mich. Kannst du mir sagen, woran du dich erinnerst? Der fühlt sich ja sofort immer so blau. Okay. Es war ein Sonntagmorgen. Ich bin 8 Jahre alt. Meine Mama hat immer dieses Nasi Goreng für uns gemacht. Ich kenne nur ihre Version. Aber meine Mama war alleinerziehend. Sie hatte mehrere Jobs, damit meine Schwester und ich zu einer guten Schule gehen konnten. Manchmal musste sie sogar am Wochenende arbeiten. Aber an diesem Sonntag, als ich vor dem Fernseher saß, duftete es überall nach dem Gekochten meiner Mama.
Also bin ich dem Geruch gefolgt. Eigentlich mussten wir Kinder immer für uns selbst kochen. Oder meine Mama hat uns etwas gekauft. Aber sie musste an diesem Wochenende nicht arbeiten. Und sie hatte richtig gute Laune. Also hat sie für uns alle gekocht. Zum ersten Mal? Lustigerweise. Nicht. Sie hat viel für uns gekocht, obwohl sie immer beschäftigt war. Ich weiß nicht, wieso dieser Sonntag so besonders für mich war. Es war nicht mein Geburtstag. Keiner von uns hatte Geburtstag. Und trotzdem ist mir dieser Sonntag immer im Gedächtnis geblieben. Danke für das Essen. Bedank dich nicht zu früh. Warum? Du hast noch nichts getrunken? Okay. Oh. Was er heute wohl macht? Wie bitte? Ach, nichts. Das Getränk erinnert mich immer an einen sehr guten Freund. Hast du gute Erinnerungen an ihn? Ja. Ich hatte einen schlimmen Abend. Ist etwas passiert? Beinahe. Glücklicherweise aber nicht. Es war trotzdem ein schlimmer Abend, ein sehr schlimmer Abend. Und er war für mich da. Was hat er gemacht? Er hat zugehört und mir Mut eingeredet. Vor allem aber hat er zugehört. Dieses Getränk für mich gemacht. Und das Beste ist... Lass hören. Ha! Dieser Grüntee ist nur ein billiger Instant-Tee. Den kann man in allen Supermärkten kaufen. Aber das war der beste Grüntee, den ich je getrunken habe. Ich verstehe jetzt, was sie hier servieren. Nicht nur eine Mahlzeit und ein Getränk. Sie servieren Erinnerungen. Erinnerungen an die Essen und Trinken, die an Essen und Trinken gekoppelt sind. Könnte man so sagen. Jetzt ist er nicht mehr blau. Aber ja, ich serviere die besten Mahlzeiten, die meine Kundschaft in ihrem Leben hatten. Dabei geht es meistens nicht um das Essen an sich, sondern um das Ganze drumherum. Du könntest das beste Essen der Welt serviert bekommen. Und es nicht genießen, weil dir die richtigen Menschen oder die richtige Zeit fehlen. Und das geht auch andersherum. Das ist wirklich sehr nett von ihnen. Ich existiere, um zu helfen. Wenn ich fragen darf... Frag einfach. Seit wann machen Sie das schon? Die genaue Jahreszahl, Anzahl kann ich nicht nennen, aber ich mache das, seitdem das Konzept von Leben und Tod existiert. Eine ganze Weile. Ich frage mich... wie soll ich das sagen? Ja, du hast recht. Huch, was? Die beiden haben nach dem Apfel gefragt, als sie zu mir gekommen sind. Oha, was für eine Offenbarung. Aber bitte hören Sie auf, meine Gedanken zu lesen. Entschuldige, das kann ich nicht lassen. Naja, okay. Vielen Dank nochmal. Ich muss die glücklichste Person auf Erden sein, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, obwohl ich noch lebendig bin. Du bist nicht die Erste. Aber du bist wirklich eine der wenigen Glücklichen. Und ich hoffe, ich habe nicht mein ganzes Lebensglück mit ihrer Mahlzeit verschwendet. Amen. Okay. Ich muss jetzt gehen. Wir sehen uns bestimmt irgendwann wieder. Hoffentlich nicht so schnell. Ich drücke die Daumen. Dass du bei deinem zweiten Besuch bei mir eine neue Mahlzeit und ein neues Getränk bekommst. Ja. Hoffe ich auch. Ah, oh, der ist süß. Ich wandere schon lange umher. Ich sollte zurück zu meinem Waggon. Ich muss sicherstellen, dass sie mich nicht wieder im Zug vergessen.
Die ist süß. Was für eine Reise. Je nach muss ich erstmal 24 Stunden durchschlafen. Huch. Hallo, kleine Mieze. Wonach suchst du? Sorry, aber ich habe Futter für dich. Ich bin tot. Miau. Um Himmels Willen, ich habe heute bereits so viel erlebt. Und eine sprechende Katze überrascht mich. Reiß dich zusammen, Männchenlein. Jetzt streiche mich. Oha. So reden Katzen also mit den Menschen. Wenn wir sie verstehen können. Ja, ihr macht ja sowieso, was wir sagen. Verflucht. Du bist aber süß. So überleben wir. Durch Stehlen und süß sein. Hihi. Klingt wie jemand, den ich kenne. Mir ist bereits aufgefallen, dass du mir gefolgt bist, Kitty. Oh, Männchenlein und ihre generischen Namen. Hast du einen Namen? Ein Kitty. Kitty ist ein blödes Kitty. Wie soll ich dich nennen? Miezi ist fein. Egal. Wieso bist du mir gefolgt? Ich bin einfach neugierig. Neugierig wegen mir? Einfach nur, weil es in eurer Natur liegt? Falls du einfach nur eine weitere tote Person wärst, dann wärst du mir egal. Aber du lebst noch und ich beurteile dich. Wir Katzen sind gut im Urteilen, Männchenlein. Das kann man leider nicht über uns sagen.